Okay, jetzt sind wir nach und darum an der Stelle einen großen Willkommen an Florian Haas mit seinem Vortrag Ein kurzer Blick ins Git. Applaus. Okay, jo, hallo, willkommen zu meinem Vortrag für alle, die schon mal von Git verwirrt worden sind. Ja, wenn man täglich mit Git arbeitet, hat man meistens mit einer Handvoll einfacher Kommandos zu tun, die meistens das tun, was man will. Aber manchmal fällt einem Git dann doch in den Rücken und gibt dann irgendeine kryptische Fehlermeldung aus und man muss den lokalen Git-Guru suchen oder Dinge funktionieren einfach nicht so, wie man es sich wünscht. Dann kann es hilfreich sein, wenn man versteht, was Git im Hintergrund eigentlich tut. Wenn wir uns das angucken wollen, brauchen wir erstmal ein leeres Verzeichnis und darin legen wir uns ein Repository an. Git sagt, hier hat ein leeres Repository angelegt, aber tatsächlich gibt es in dem Verzeichnis jetzt ein Unterverzeichnis, nämlich dieses Punkt Git, und da hat Git einige Dinge angelegt. Ein paar davon sind Beispieldateien, die brauchen wir nicht, aber der Rest ist durchaus interessant. Wir haben da die Config-Datei, da wird ja Grundeinstellung für dieses Repositories konfiguriert, das interessiert uns heute nicht. Es gibt die Beschreibung, die können zum Beispiel GitLab anzeigen oder andere Tools. Und es gibt noch eine dritte Datei, die da liegt, head. Die enthält im Moment eine Referenz auf einen Dateinamen, der den aktuell ausgecheckten Branch beschreibt. Das Verzeichnis, in dem diese Datei liegen soll, refs-heads, können wir oben in der Liste sehen. Aber die Datei gibt es noch nicht. Das Verzeichnis ist leer. Und auch, wenn man guckt, fast alle anderen Verzeichnisse, die Git angelegt hat, sind leer. Aber wenn wir jetzt mehr mit Git arbeiten, sehen wir, dass darin einiges passieren wird. Und deshalb werden wir ein paar von diesen Verzeichnissen für den Rest des Vortrages rechts im Auge behalten. Was Git mit diesen Verzeichnissen macht, ist, dass es über das normale Dateisystem, in dem man Dateien über ihren Namen identifiziert, ein virtuelles, inhaltsadressiertes Dateisystem legt, in dem Dateien über ihren Inhalt identifiziert werden. Der Unterschied ist, dass bei einem normalen Dateisystem man einen Dateinamen hat und dann sagt man dem Dateisystem, okay, gib mir eine Datei mit diesem Namen. Zum Beispiel Devog Background Ping, um hier den Hintergrund um mich herum zu bekommen. Und wenn man das macht, dann gibt einem das Dateisystem diese Datei zurück, die so heißt, egal was da drin ist. Bei einem inhaltsadressierten Dateisystem kennst du dagegen den Inhalt der Datei, zum Beispiel die Häschen und Karotten da, und du bittest das Dateisystem, gib mir eine Datei mit diesem Inhalt, und das Dateisystem macht genau das. Das klingt jetzt erstmal doof. Ich meine, warum soll ich die Datei vom Dateisystem anfordern, wenn ich den Inhalt schon kenne? Dann habe ich den doch schon. Der Trick ist, das Git für die Identifizierung einer Datei nicht direkt den kompletten Inhalt benutzt, sondern einen eindeutigen Hash-Wert. Gucken wir uns ein Beispiel an und wir nehmen die Zeichenkette foo und schicken die an den Befehl gish head-object. Dann bekommen wir einen Hash zurück, hier BC56C4. Und dieser Hash identifiziert eindeutig eine Datei mit dem Inhalt foo. Wir können diesen Hash zum Beispiel nehmen und ihn zusammen mit ein paar Schlüsselworten, die ein Git-Repository einigermaßen eindeutig identifizieren, an eine Suchmaschine unseres Vertrauens verfüttern. Und wenn wir diese Anfrage jetzt abschicken, sehen wir hoffentlich, gestern war das Suchergebnis noch da, eine Datei in dem Source Code Explorer von Chromium, diese Files 1 Bar. Und wir können die Datei aufmachen und wir sehen, okay, das ist ein Blob mit genau dem Hash BC56C4. Und der Inhalt dieser Datei ist foo, genau der, den wir haben wollten. Wir haben die Datei über ihren Inhalt gefunden. Jo, Google hat so eine Datei, muss cool sein, wir wollen auch eine haben. Und wir machen sie mit git add, git auch gleich bekannt. Diese Aktion git add, da sagt man auch dazu, man hat die Datei dem Index hinzugefügt. Und wenn ihr euch gefragt habt, woher dieser Ausdruck kommt, wenn ihr jetzt rechts guckt, ihr seht, wir haben eine neue Datei, die heißt Index. In dieser Datei verwaltet Git Informationen über den Zustand der ihm bekannten Dateien im Arbeitsverzeichnis. Das ist eine Binärdatei, mit der man im Normalfall nicht viel zu tun hat, aber man kann mal direkt reingucken mit OD und man stellt fest, dass wir da ein paar Dinge drin wiederfinden, die wir schon kennen.
nämlich genau unseren Hash BC56C4 und so weiter, den wir hier in der Mitte sehen. Und auch rechts unten in der Ecke der Dateiname foo.txt und das T dann noch in der nächsten Zeile. Ja, die andere neue Datei, die wir da rechts sehen, ist in diesem Objects-Unterverzeichnis entstanden. Und der Dateiname ist offensichtlich direkt von unserem Hash abgeleitet. Es liegt in einem Unterverzeichnis BC, das ist gerade die Hex-Darstellung des ersten Bytes von dem Hash. Und der Rest des Dateinamens in der Datei ist dann auch einfach der Rest des Hashes. Wenn man Git schon mal benutzt hat, dann sieht dieser Hash der Datei erstmal nicht anders aus als der Hash von irgendeinem Commit. Und tatsächlich kann man sich mit Git Show nicht nur Commits angucken, sondern ebenso gut einzelne Dateien. Also wenn man jetzt Git Show mit genau dem Hash. Wenn das jetzt der Hash von einem Commit wäre, würden wir erwarten, dass wir irgendwie das Commit-Datum kriegen, den Namen des Committers oder der Committerin und den Commit-Text. Aber das ist jetzt halt kein Commit-Hash, sondern ein Datei-Hash. Und wenn wir jetzt Git Show mit einem Datei-Hash abschicken, was kriegen wir? Den Inhalt der Datei. Keine große Überraschung. Wenn wir unsere neue Datei jetzt committen, passiert wieder ein bisschen was in dem Git-Unterverzeichnis rechts. Wir kriegen zwei neue Dateien in dem Objects-Verzeichnis. Die eine Datei ist offensichtlich das Commit-Objekt. Wir sehen der Dateiname Unterverzeichnis 8.4 und dann Dateiname weiter E748B und so weiter ist genau, passt genau zu dem Hash von unserem Commit, auch 84E748B. Und was sich auch geändert hat, wir sehen jetzt endlich unsere refs-heads-master-Datei, auf die head ganz oben schon die ganze Zeit verwiesen hat. Und wenn wir da reingucken, sehen wir, der Inhalt dieser Datei ist auch wieder genau der Hash von dem Commit, 84E748B und so weiter. Ja, und wenn wir uns jetzt diesen Commit angucken mit dem Hash, dann finden wir das, was wir erwarten. Es ist ein Commit, den habe ich gerade angelegt. Er hat eine Commit-Message, nämlich genau import foo, was ich oben als Commit-Message angegeben habe. Und wir sehen da ein Div, der zu dem Commit gehört, was sich gegenüber dem Vorgänger-Commit geändert hat. In diesem Fall war es ein leeres Repositories. Er hat genau eine Datei hinzugefügt namens foo.txt mit dem Inhaltshash bc564cd. Genau, mit der einen Zeile drin foo. Wir sehen hier aber noch einen zweiten Hash, der in diesem Commit referenziert wird, hier oben mit dem Schlüsselwort tree. Dieser Hash 8f3761e und so weiter passt genau zu dem zweiten Objekt, das in dem Objects-Verzeichnis neu angelegt worden ist. Den können wir uns auch wieder mit Git Show angucken. Sehen wir nicht so richtig viel, sagt uns, es ist ein Tree-Objekt und es gibt genau eine Datei, die in diesem Tree liegt, nämlich foo.txt. Wir kriegen ein bisschen mehr Informationen, wenn wir Git lstree benutzen. Dann sagt er uns nicht nur, dass wir die Datei foo.txt haben, sondern auch, dass es ein Blob ist, das ist Gits Name für eine ganz normale Datei, die irgendeinen Inhalt haben kann. Wir sehen vorne Standard-Unix-Dateizugriffsrechte und wir sehen wieder genau den Commit, den Datei-Hash, den wir für eine Datei mit dem Inhalt foo erwarten. Fügen wir noch eine weitere Datei hinzu. Hat den gleichen Inhalt. Wir machen sie Git bekannt. Und wir sehen rechts erstmal, dass sich nicht viel in dem Git-Unterverzeichnis geändert hat. Der Inhalt der Index-Datei hat sich natürlich geändert, aber den können wir in dieser Ansicht nicht sehen. Aber obwohl wir eine neue Datei hinzugefügt haben, haben wir kein neues Objekt in unserem Unterverzeichnis. Einfach, weil die Datei hat den gleichen Inhalt wie die Datei, die schon da ist. Und damit ist es für Git dasselbe Objekt. Wir können jetzt die Datei committen und wir sehen rechts wieder zwei neue Objekte. Eins ist wieder das Commit-Objekt, 8b168c und so weiter. Können wir uns genauer angucken. Wir sehen hier wieder den Tree und wir sehen natürlich, der Tree rechts ist genau der gleiche. Und der Inhalt von diesem Tree-Objekt sind jetzt zwei Dateien. Eine heißt foo.txt
Einer heißt Bartext und beide haben genau den Hash von einer Datei, in der einfach nur foo drin steht. Was über dem ersten Commit noch neu ist, ist dieses Parent-Feld in dem Commit, der den Hash des vorherigen Commits enthält. Wir sehen wir genau, das 8.4 ist genau der Hash von dem Commit-Objekt, das wir rechts in dem Objects-Verzeichnis sehen können. Diese Verweise auf Parent-Commits sind alles, was aus dem inhaltsadressierten Dateisystem Git ein Versionsverwaltungssystem macht. Wir haben die fundamentalen Objekte von Git, das ist der Commit. Der verweist immer auf ein Tree, also auf den momentanen Zustand des Dateisystems, also des Projektverzeichnisses. In diesem Fall ist es halt das Tree-Objekt mit diesen zwei Dateien foo und bartext. Und wir haben Parents, also Parent-Felder, die aus dieser Menge von Commits, also von Dateisystemzuständen, eine Versionshistory macht. Dadurch wird Git halt zu einem Versionsverwaltungssystem. Und es macht aus dieser Menge von Commits einen gerichteten Graphen. Den können wir uns mit Git log graph angucken. Und wir sehen, wir haben jetzt einen relativ einfachen Graphen. Er hat einfach nur zwei Commits, die mit einer Linie verbunden sind. Das ist im Prinzip das gesamte Dateimodell von Git, was man hier auf dieser Folie jetzt sehen kann. Es gibt Commits, es gibt die Tree-Objekte und es gibt die eigentlichen Daten in Blobs. Und alles wird gleichermaßen über Hashes identifiziert, die man da rechts in dem Objects-Verzeichnis sehen kann. Zusätzlich gibt es da noch Branches. Wir haben hier diesen einen Branch, den Master-Branch in dem RefHeads-Verzeichnis. Aber so ein Branch in Git ist erstmal nur eine einfache Datei, die den Hash eines Commits enthält. Das ist anders als bei manchen anderen Versionsverwaltungssystemen. Darauf gehe ich aber später noch genauer ein. Jetzt möchte ich erstmal eine sehr angenehme Eigenschaft von Git erläutern. Das ist, Git wirft diese ganzen Objekte, die es da anlegt, typischerweise ganze Zeit lang nicht weg, selbst wenn nichts mehr auf so ein Objekt verweist. Typischerweise bewahrt es alte Objekte, selbst die man nicht mehr braucht, noch zwei Wochen auf. Und das macht es häufig möglich, wenn man einen Merge- oder Rebase-Unfall hatte und meinte, man hat sich den komplette Repository zerschossen und alles besteht nur noch aus Konfliktmarkern, macht es das häufig möglich, die verloren geglaubten Daten wiederherzustellen, wenn man weiß, wo man suchen muss. Nehmen wir zum Beispiel an, dass wir unseren letzten Commit durch ein falsches Kommando verloren haben. Ich mache das einfach, indem ich jetzt hart den Commit davor auschecke. Jetzt ist unsere neue Datei bartext weg und auch in dem Graphen aller Versionen in dem Repository taucht der zweite Commit nicht mehr auf. Aber rechts in dem Git-Unterverzeichnis können wir sehen, dass alle die Objekte, die wir hatten, auch das Commit-Objekt von dem zweiten Commit, alle noch da sind. Und wir sehen eine neue Datei orig-head und die enthält den Hash, das gerade eben verloren gegangenen Commits enthält. Darüber könnten wir den Commit jetzt wiederfinden, wenn uns der Fehler rechtzeitig auffällt. Aber halt nur, wenn wir das gleich merken. Eine andere Möglichkeit, die auch immer funktioniert, wenn man auch ältere Commits oder mal eine Stunde später oder so das erst merkt, oder so wiederzufinden, ist, dass man über das Reflog geht. Das enthält Informationen darüber, welche Commits schon mal ausgecheckt waren. Hier sehen wir das Reflog. Wir hatten drei verschiedene Commits ausgecheckt, während dieses Repository existiert hat. Ganz am Anfang haben wir den initialen Commit, wo wir halt foo-text importiert haben. Dann hatten wir den zweiten Commit, wo wir bartext hinzugefügt haben. Und dann der dritte Stand, den wir ausgecheckt haben, das war, als wir wieder auf den ersten Commit den Branch zurückgesetzt haben. Der Commit, den wir jetzt haben wollen, ist der zweite aus dieser Liste. Den können wir uns den Commit-Hash merken und wir können den aktuellen Branch zum Beispiel, ebenso wie wir ihn hart auf den falschen Commit zurückgesetzt haben, jetzt wieder hart auf den ursprünglichen Commit zurücksetzen. Und wenn wir das machen, sind wir genau da, wo wir eben schon mal waren. Wir haben wieder zwei Commits, die durch diese eine Linie verbunden sind. Eine andere Situation
in der man sich manchmal befindet. Insbesondere, wenn man alte Versionen im Reflog untersucht, ist die, dass man einen Commit ausgecheckt hat, sich aber nicht auf einem Branch befindet. Hier checke ich zum Beispiel jetzt einfach mal den Commit vor dem aktuellen Commit aus. Jetzt zeigt Head nicht mehr auf einen Branchnamen, sondern direkt auf einen Commit. Hier sehen wir jetzt in der Graphenansicht, wir haben den Masterbranch, der oben auf den Commit 8b16 verzeichnet. Aber der Head, also das momentan ausgecheckte Zustand, ist unten der erste Commit 8.4e7. Und wir können jetzt auch die Head-Datei angucken. Da war vorhin die Referenz auf RefHeads Master drin, also ein Verweis auf einen Dateinamen von einer Branch-Datei. Und da steht jetzt direkt die ID eines Commits drin. Das ist zunächst mal eigentlich überhaupt kein Problem. Man kann in dieser Situation fast normal weiterarbeiten. Wenn man jetzt aber irgendwie Dinge ändert und die committet, dann hat man es eventuell schwierig, diesen Commit wiederzufinden und man muss ihn dann irgendwie im Reflog suchen, was häufig eine doofe Situation ist und vor allen Dingen nach 2 Wochen wäre der Commit dann tatsächlich weg. Aber Git gibt uns hier mit dieser langen Mitteilung eine Möglichkeit oder sagt uns, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Einfach, wenn man sich das durchliest, steht da, wenn Sie einen neuen Branch erstellen möchten, um Ihre erstellten Commits zu behalten, können Sie das jetzt oder später durch einen weiteren Checkout mit der Option -b tun. Machen wir das doch einfach. Wir legen einen Branch morfu an. Jetzt zeigt Head wieder auf einen Branch und nicht mehr auf einen Commit, nämlich auf die neue Datei in refheads. Und der Branch, der da neu angelegt worden ist, zeigt genau auf unseren Commit 8.4e7. Wir können uns das auch nochmal in der Graphenansicht ansehen. Der Graph sieht genauso aus wie davor, nur unten ist Head jetzt nicht mehr direkt auf dem Commit, sondern Head zeigt erstmal auf den Morfu-Branch, der auf den Commit zeigt. Mit diesem Branch können wir jetzt ganz normal arbeiten, als wenn nichts gewesen wäre. Wir können zum Beispiel eine Datei ändern, zum Beispiel eine Zeile hinzufügen. So, können wir uns angucken. Ja, die Datei ist eine Zeile länger geworden. Wir machen sie Git bekannt oder die Änderung, sagen Git add Datei und wir sehen, es ist ein neues Objekt rechts angelegt worden, das gerade halt das Objekt ist von dieser Datei mit 2 Zeilen. Wir können es committen und kriegen wieder 2 weitere neue Objekte in dem Objects-Verzeichnis. Der Head ist immer noch unser Branch, aber der Branch zeigt jetzt nicht mehr auf den Commit 8.4e7, sondern natürlich auf den neuen Commit E50D72b. Wenn wir uns den Graphen angucken, sehen wir haben jetzt eine Abzweigung. Wir haben diesen Anfangscommit und von der 2 Commits, die von diesem Anfangscommit abgehen. Der eine hat die Datei Bartext hinzugefügt und der andere hat noch ein paar Fuß in die erste Datei hinzugefügt. Ja, jetzt können wir diesen Branch in den Master mergen. Dazu wechseln wir erstmal wieder auf den Master Branch. Wie erwartet hat sich jetzt der Head geändert. Er zeigt nicht mehr auf refheads morfu, sondern auf refheads master. Das genau heißt es, den Branch zu wechseln. Und wir können den Branch mergen. Und löschen. Der Branch ist gemerged. Wir brauchen ihn eigentlich nicht mehr. Das ist eine gute Angewohnheit, Branches, die gemerged sind, möglichst bald zu löschen. Das macht viele Dinge übersichtlicher. Jetzt können wir uns den letzten Commit auf dem Master angucken. Und wir sehen, sieht genauso aus wie ein normaler Commit. Der einzige Unterschied zu den Commits, die wir bisher gesehen haben, ist, dass er 2 Parent-Felder hat. Und das ist dann auch der einzige Unterschied zwischen einem Merge-Commit und einem normalen Commit. Ein Merge-Commit hat 2 oder mehr Parents. Ein normaler Commit hat höchstens 1 Parent. Wenn wir uns den Graphen angucken, sehen wir auch genau die Situation. Wir haben
drei einfache Commits. Der unterste, der allererste, hat keinen Parent. Dann die beiden Commits darüber, 8B16 und 5E0D, haben beide einen Parent, nämlich den ersten. Und der letzte Commit hat halt die beiden anderen Commits als Parents. Das sind, ja. Jo. Jetzt haben wir mit zwei Branches gearbeitet, zwischen ihnen gewechselt und Dinge gemerged. Und jetzt ist eigentlich ein guter Punkt, um nochmal darauf einzugehen, was eigentlich ein Branch ist. In vielen Versionsverwaltungen sind Branches schwerwiegende, aufwendig zu verwaltende Dinge. Subversion zum Beispiel hat man dann fast eine Kopie des ganzen Repositories, um einen Branch anzulegen. Und wenn man Code zwischen verschiedenen Branches zusammenfügen will, kann das schon mal schwierig sein oder man muss auf jeden Fall gut darüber nachdenken, was man da machen will. Verglichen damit gibt es in Git eigentlich fast gar keine Branches. Wie gesagt, ein Branch ist wirklich einfach nur eine Datei, da rechts unten in dem Refheads-Verzeichnis, und in der Datei steht der Hash eines Commits drinne. Ja, ein Branch ist wirklich nur ein Name, der auf einen Commit zeigt und macht es einfacher macht, diesen Commit wiederzufinden. Und es gibt halt nur noch diese eine zusätzliche Konvention, die wir eben auch schon in Aktion gesehen haben. Wenn der Head auf einen Branch zeigt und ich da einen neuen Commit anlege, dann wird der Branch so aktualisiert, dass er auf diesen neuen Commit zeigt. Gucken wir uns den Merge-Commit von eben nochmal an. Branches und Branch-Namen werden hier tatsächlich nur in dem an zukünftige Benutzer gerichteten Freitextfeld der Commit-Message erwähnt. Für Git und für die Versionshistory, die Git verwaltet, sind nur die Verweise auf die Parent-Commits wichtig und transitiv dann deren Parents. Aber ob diese Commits jeweils auf einem Branch waren oder ob dieses alles mit losgelösten Heads passiert wird und man nur irgendwie später, nachdem man alles gemerged hat, dann einen Master-Branch auf den letzten Commit gesetzt hat, das ist Git völlig egal, das kann man anhand der Git-History auch nicht feststellen. Diese Information, ob dieser Commit früher, also sagen wir jetzt der Parent-Commit 8b16, ob der irgendwann mal auf dem Master-Branch war oder auf irgendeinem anderen Branch war, diese Information gibt es in Git nicht. Auch wenn man sich das in der Graphenansicht anguckt, hier sehen wir eine Referenz auf einen Branch, nämlich ganz oben in der allerersten Zeile, dass der Head, der gerade ausgesteckte Head, auf den Master-Branch verzeigt, der gerade dann wiederum auf den Merge-Commit zeigt. Sonst diese ganzen Linien sind einfach nur Beziehungen zwischen einem Commit und seinem Parent-Commit, aber es gibt keine Identität von Branches entlang dieser Linie. Also diese Linien, ja, man denkt bei Branches ist ein Ast oder ein Zweig und das ist irgendwas, was irgendwo abzweigt und hinwächst, aber in der Konzeption von Git sind diese Linien erstmal keinem Branch zugeordnet. Ein Branch ist eigentlich nur der Name für den aktuellen Stand des Repositories. Dass Branches im Wesentlichen nur Namen, nur Schall und Rauch sind, ist was, das für manche Leute, die von anderen Systemen kommen, anfangs Schwierigkeiten bereitet. Das führt dann manchmal dazu, dass sie komische Regeln aufstellen, wie man mit Branches umgehen soll und dass man irgendwelche Branch-Verwaltungsregeln aufstellen, die eigentlich nicht hilfreich sind und auch überhaupt nicht zu den Konzepten von Git passen. Klassisches Beispiel dafür ist dieses Git-Flow, das vor ein paar Jahren aufgekommen ist. Das ist um die Idee strukturiert, dass der Branch, auf dem ein Commit gemacht wurde, eine ganz wesentliche Eigenschaft dieses Commits ist. Das sieht man dann, ich weiß nicht, wenn jemand die Grafiken von Gitflow von der Webseite kennt, an diesen langen, geraden Linien, die alle Commits einer Farbe verbinden. Ja, Master ist alles blau und Develop ist alles gelb und sowas. Aber das passt überhaupt nicht zu den Konzepten von Git. In Git haben Commits einfach keine Farbe. Und Branches sind nicht irgendwelche langlebigen Versionen von Source Code oder sowas, sondern wirklich, die verweisen auf den aktuellen Stand. Das ist ein Name für einen bestimmten Stand des Repositories.
Es kann sein, dass es Projekt-Setups gibt, wo man tatsächlich solche schwergewichtigen Branches haben will. Aber wenn man das möchte, sollte man überlegen, ob Git wirklich das System ist, das man haben will. Weil so wie es in Git Flow realisiert wird, führt das meiner Ansicht nach nur dazu, dass es einen ganzen Haufen Bürokratie gibt und einen ganzen Haufen Merge-Commits, die eigentlich überhaupt nichts dazu beitragen, die Geschichte des Projekts irgendwie einfacher verständlich oder besser handhabbar zu machen. Ja, das sind so die grundlegenden Konzepte. Haben einen ganzen Haufen Objekte angelegt. Wir sehen rechts da, das passt gar nicht mehr in das Fenster. Das läuft schon über die Baumansicht von diesem Objects-Verzeichnis. Da mag man sich fragen, wenn ich so viele Dateien in vielen Verzeichnissen anlege, wird das nicht auf Dauer ziemlich langsam, wenn Git da immer diese ganzen Verzeichnisse durchsuchen muss. Im Prinzip würde es das tun, wenn das alles ist. Also wie gesagt, das ist das logische Modell. Logisch, man kann alles, was Git macht, mit dem einfachen Modell verstehen. Aber physikalisch, aus Effizienzgründen, macht Git noch ein paar andere Sachen. Und zwar räumt es regelmäßig dieses Verzeichnis auf oder auch auf Verlangen. Dazu gibt es den Befehl git gc für Garbage Collection oder Müllabfuhr. Und wenn ich den ausführe, dann räumt Git das Objects-Verzeichnis auf und packt alle die Objekte, die da waren, in eine sogenannte Pack-Datei. Weniger Dateisystem überhaupt, das ist eine Binärdatei, in der Git effizient da drin suchen und mitarbeiten kann. Die Objektdateien sind alle weg, aber die Objekte selbst leben halt weiter in den Pack-Dateien und ich kann sie alle noch sehen. Hier jetzt der Graph, alles noch da, alle unsere Commits sind da. Und mit den Commits natürlich auch die referenzierten Tree-Objekte und die ganzen Blobs, in denen Foo drin steht. Dieses Aufräumen ist übrigens eine der wenigen Situationen, in denen Git tatsächlich mal Daten wegwirft. Nicht mehr referenzierte Objekte, die ein gewisses Alter übersteigen, normalerweise sind das halt wie gesagt 2 Wochen, werden bei einer Garbage Collection unwiederbringlich gelöscht. Und dann hilft es auch einem nicht mehr, wenn man die Commit-It noch im Reflog findet oder sie von früher irgendwie noch weiß, weil sie irgendjemand mal ausgedruckt hat, dann sind die Daten weg, aber vorher nicht. Also wenn man letzte Woche einen Fehler gemacht hat, kann man sich relativ sicher sein, wenn man Git in der Default-Konfiguration betreibt, dass man die Daten, die man letzte Woche aus Versehen mal gelöscht hat, einfach nochmal wiederfinden kann. Ja, das ist so mein kurzer Einblick in das, was Git da alles an Magie in diesem .git-Unterverzeichnis macht. Ich hoffe, es hat ein paar Leuten geholfen, besser zu verstehen, was da passiert und vielleicht auch die eine oder andere Fehlermeldung besser verständlich gemacht, über die man in der Zukunft stolpert und die senkt vielleicht auch die Arbeitslast für den lokalen Git-Guru. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr Fragen? Das ist sehr gut, dass ich anfangen kann. Dafür müsste ich jetzt den Fragen-Tab aufhaben. So, das kann sich nur um... Ich habe so viele Fenster auf. Ja, so ist das halt manchmal. Ja... Ich höre ihn gerade nicht. So, ich rede. Ah. So, jetzt bin ich im Mumble an. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zur Frage-Session. Und ich war ja gerade dabei, die... Wenn ihr wüsstet, wie viele Fenster ich auf... Aber darf. So, sehr gut. Ich gehe nach hier oben. Zack, in diesem Pad. Er lädt, sehr schön. Also, Wassermarsch. Und irgendjemand schreibt oben drüber, schließe deine Fenster. Okay, hast du recht. So, weißt du eventuell, warum die Indexdatei Binary ist und nicht irgendwas Lesbares? Weiß ich nicht. Vermutlich, weil es dann schneller geht. Keine Ahnung.
Hast du ein paar Beispiele aus der Praxis, wo dir dieses Wissen was bringt? Es bringt einem manchmal mal was, wenn bei irgendeinem Merge-Config Dinge verloren gegangen sind und man dann später mal genau wissen will, wann war das eventuell, wenn Merge und Rebase war, einfach, dass man gucken kann nochmal, ob der Commit, den es schon nicht mehr in der offiziellen History gibt, ob man den nochmal finden kann. Es ist genau, in der täglichen Arbeit, wie gesagt, hat man seine 6-7 Kommandos, die das meiste tun, aber es ist manchmal hilfreich, wenn halt irgendwas schiefgegangen ist. Wo ist das Reflog oder dessen Informationen? Im .git-Ordner? Das ist auch im .git-Ordner. Das ist eines von den Verzeichnissen, die ich ausgeblendet habe. Wenn ich hier nochmal... Sehen wir hier noch ein neues Verzeichnis, das ich rechts nicht angezeigt habe, weil das ohnehin schon voll war. Das ist dieses Logs, Refset, Master und so. Daraus, da liegen diese Informationen drin. Okay. Wie teilen sich die Index-Informationen der Commits in den Pack-Files auf? Wie funktioniert die Datei packed-refs? Da habe ich nicht reingeguckt. Okay. Also muss auch irgendeine dateisystemähnliche Struktur halt haben, auf die Git einfacher zugreifen kann, weil sie halt auf den einen Anwendungsfall spezialisiert ist und nicht ein allgemeines Dateisystem ist. Mhm. Wie funktioniert das mit Git LFS? Werden da nur die Blobs extern gespeichert? Weiß ich nicht. LFS habe ich bisher nicht gearbeitet. Wir hatten ein Projekt, wo wir das benutzen sollten, aber irgendjemand hat das nie fertig aufgesetzt gekriegt. Wie funktionieren Submodules und warum ist die Nutzung davon so komisch in der Kommandozeilen-Tools integriert? Beispielsweise Folge im Submodule bitte dem Upstream-Branch XY. Submodules sind im Prinzip ein Hack, wo ich einfach in Git halt ein Verzeichnis oder eine Datei anlege, wo drin steht, blende hier dieses andere Repository an und mach irgendwelche komischen Dinge, wenn du was auscheckst. Das ist, ja, es ist ein Versuch mit einem System, das ja ein Monorepo oder ganz viele Einzelrepos zu emulieren. Und das, ja, das beißt ein. Es ist schwierig. Wie kann ein Projekt, das in zwei verschiedenen Repos angefangen wurde, für zwei verschiedene Module in ein einziges Repo überführt werden? Man kann einfach das in dem einen Repository gehen und das andere Repository als ein Remote hinzufügen und fetchen. Und dann kann man einfach wenn die Datei Namen sich, also die Verzeichnisse sich nicht überlappen, kann man dann zum Beispiel einfach einen Branch aus dem zweiten Repository in das erste Repository mergen. Dann hat man halt eine Versionshistory, die nicht so aussieht wie ein normales. Normalerweise sieht das ja aus wie ein Baum. Man hat einen Anfangscommit und dann geht das hoch und dann zweigen vielleicht verschiedene Versionen davon ab. Und bei dem Herangehen hatte man halt zwei Anfangscommits, die beide ihre History haben. Und bauen davon abweicht und irgendwo oben mergt man die zusammen. Dann hat man halt einen Commit, der hat zwei Parents und der eine Parent hat halt ursprünglich in dem einen Repository gelebt und der andere Parent hat ursprünglich in dem anderen Repository gelebt. Aber das ist Git relativ egal. Das ist ja auch der Trick, glaube ich, den Git für die Webseiten zu Projekten mal gemacht hat. Man hatte die normale Repository History mit dem Master Branch und allen Branches, die davon abzweigen und in dem gleichen Repository liegt eine zweite History, die mit der anderen überhaupt nichts zu tun hat, die ihren eigenen initialen Commit hat, wo dann die Projektwebseite drin ist. Okay. Du sagtest, Gitflow macht keinen Sinn. Aber wenn zum Beispiel ein Feature über eine längere Zeit von mehreren Personen entwickelt wird, wäre es doch schon hilfreich, einen Namen für den aktuellen Stand des Features zu haben, oder? Ja, natürlich. Und die Benutzung von Feature-Branches und auch die Idee, dass Feature-Branches eigentlich möglichst kurzlebig sein sollten, ist gut. Das ist das eine Ding, weshalb Gitflow funktioniert.
Was nicht funktioniert, ist dieses komische ewige Zurückmergen in den Master Branch. Und was ich auch komisch finde, ist, dass der Haupt-Develop Branch anders als bei Git Default einfach nicht Master heißt, sondern Develop. Das macht einfach, wenn man Standard Git Tooling oder benutzt, macht das irgendwie komisch, weil man immer auf einem anderen Branch ist, als man glaubt. Also ja, also die Idee, Feature Branches zu haben, ist definitiv richtig. Die Idee, kurzlebige Feature Branches zu haben, ist noch besser. Aber der bürokratische Overhead mit diesen komischen Master Branches und Hotfix Branches, die da in verschiedene Richtungen gemerged werden, ist meiner Ansicht nach im Wesentlichen nur Overhead. Okay. Was sind denn gute Workflows mit Git und Code Review im Gegensatz zu Gitflow? Ich vermute E-Mail-basierte Workflows, aber was gibt es noch? Man muss es für das Projekt ausprobieren, was es gibt. Es gibt halt, was viel propagiert wird, ist halt dieses Trunk-basierte Development, dass man halt den Develop hat. Man versucht, den Develop immer lauffähig und deploybar zu halten mit kurzlebigen Feature-Branches. Das ist was ich auch gerne empfehle, wenn man eine Situation hat, dass man eventuell mehrere Versionen von einem Produkt unterstützen muss, weil man hat eine Version ausgeliefert, entwickelt eine neue, und wenn man die neue entwickelt, muss man an der alten noch was ändern, dass man sich anguckt, was FreeBSD bei ihrem CVS-Branching-Modell machen. Das kann man meiner Ansicht nach auch auf Git übertragen. Und ansonsten, ja, man muss sich überlegen, was haben wir? Haben wir halt zum Beispiel eine Single-Page-Web-Application, wo es immer genau den einen Stand gibt. Da macht man Trunk-Based ohne irgendwelche Versionsbranches. Oder haben wir was, wo wir halt ein Produkt haben mit mehreren Versionen, die gleichzeitig benutzt werden, gleichzeitig im Markt sind, oder wo man rückwärtskompatible oder alte Versionen noch unterstützen muss. Da muss man halt gucken, dass man sich entsprechendes Branch-Modell überlegt. Was ist dein schlimmstes Git-Setup, mit dem du bisher zu tun hattest? Was immer schwierig ist, ist, wenn man mehrere Repositories haben, die sich relativ eng parallel entwickeln. Dann hat man 3, 4 Repositories, wo man immer die richtige Version von dem richtigen Branch ausgecheckt haben muss, und wenn man dann irgendwie was machen will, wie ein Git Bisect, um einen Bug zu finden, wird man wahnsinnig, weil das Bisect natürlich auf die einen dieser Repositories ist, aber nicht auf den anderen, die auch immer mit parallel ausgecheckt worden sind. Und aber man weiß nie so genau, welche Version jetzt von dem einen Repository zu der gerade ausgecheckten Version zu dem anderen Repository gehört. Das ist so eine Situation, wo man denken, vielleicht wären Submodules auch gar nicht so falsch, aber Submodules haben auch ihre Schmerzen. Idealerweise hat man eine Projektgröße, dass alles in ein Repository passt. Dann funktioniert Git am besten. Ich glaube, die Frage bezieht sich auf die Frage davor. Sollen also Feature-Branches auch sofort gelöscht werden oder sollen sie für Bugfixes und Erweiterungen bestehen bleiben? Wenn Feature Branch ist, wird er nicht mehr benötigt, sobald er gemerged ist. Wenn man das anderes hat, wenn ich mehrere Versionen habe, ich habe eine Version 4 oder ich fange an, eine Version 5 zu entwickeln, dann muss ich mein Version 4 Branch am Leben halten, um Bugfixes in Version 4 zu machen. Weil es kann ja sein, dass ich einen Bug in Version 4 in einem Code-Teil fixen muss, den es in Version 5 gar nicht mehr gibt, weil ich ihn refactored habe. Okay. Gibt es Anwendungsfälle, bei denen es Sinn macht, manuell im .git-Verzeichnis manuell etwas zu bearbeiten? Zum Beispiel mit Dateikommandos wie mv, rm und so weiter. Wenn man die Konfiguration ändern will, natürlich. Ich würde, glaube ich, die Finger von den Objects und sowas lassen. Wobei im Prinzip, ja, wenn man weiß, was man tut, könnte man das vermutlich tun, aber ich würde es nicht machen, außer um zu gucken, ob es geht. Virtual File System for Git. Wie funktioniert das und ab wann bringt es was? Habe ich noch nicht raufgeguckt. Ich denke, das ist so ein User Space File System für Linux, wo man dann auf ein Git Repository zugreift. Das läuft dann ganz normal wie so ein User-Space-Dateisystem. Ich weiß nicht genau, was
was das Virtual File System jetzt ist. Okay. Git zum Verwalten von Nicht-Textdateien, Binary Blobs, Bilder, Videos, DocX, PDF. Kann das abseits vom Coden technisch Sinn machen, beispielsweise als verteiltes Dateisystem? Schwierig. Also wenn sich die Dateien nicht ändern, vielleicht, aber wenn es Versionen von, also verschiedene Versionen von der gleichen Binärdatei gibt, unschön. Git wird bei großen Dateien irgendwann auch langsam. Das ist nicht der Fall, für den Git geschrieben ist. Git ist für den Linux-Kernel geschrieben und da sind typischerweise wenig Blobs drin. So, 7 Leute fragen insgesamt. Mich interessiert, mit welchem Tool du die Shell-Aufzeichnung gemacht und ausgeführt hast. Also Tmux sei schon im Hintergrund erkannt worden. Ja, es ist gar keine Shell-Aufzeichnung, das ist ein Skript. Wie gesagt, es ist ein Fenster. Ganz normales Shell-Fenster, habt ihr ja gesehen. Ich habe hier eben diese Dings, das Git-Tree aufgerufen. Das andere ist ein Skript, das irgendwo anders liegt. Das ist ein Objective-Camel-Skript, das die gesamten Logik und meine gesamten Notizen enthält. Das fängt, wo fängt es an? Genau, hier fängt es an. Ich habe hier diese Note, die zeigt mir meine Notizen an, was ich sagen möchte. Es gibt Kommandos, die es dann ausführt in dem richtigen Moment, wenn ich auf Enter gedrückt habe, hier zum Beispiel das leere Verzeichnis anlegt und dann hier Git init und so weiter. Ein paar Dinge irgendwo ist da weiter unten. Macht er komischere Dinge hier. Genau, hier macht er mit diesem Befehl, macht er hier diesen rechte Teilfenster auf. Genau, das Ganze läuft einfach darüber, dass ich halt in dem Skript irgendwo hier, das ist diese Funktion, muss man jetzt nicht verstehen, sieht hässlich aus, ist einfach auch nur, führt diverse Dinge aus, legt eine Tmux-Session an, startet dann, genau, macht in dieser Tmux-Session die Titelseite, startet dann GNOME-Terminal, das mit einem Skript genau diese Tmux-Session ausführt. Genau, was noch eine interessante Funktion ist, ist hier diese Kommandofunktion, die eigentlichen Kommandos ausführt. Die zeigt mich hier erstmal an in meinem Fenster mit den Notizen und sowas, wird in Fett hervorgehoben. Das ist den nächsten Befehl, den er ausführt und führt ihn dann aus. Und hier sehe ich auch diese Write-Funktion, die zerlegt die Ausgabe, halt das Kommando, das in einzelne Zeichen und schickt dann jeden einzelnen Buchstaben mit einem zufälligen Wartezeit dazwischen, damit es aussieht, wie ganz schnell und exakt von Hand getippt an Tmux. Und was auch noch wichtig ist, ist diese Funktion Retitle, die rufe ich hier mal ab und zu mal auf. Die ändert den Titel des gerade aktiven, also meines Notizenfensters, und das benutze ich dann in OBS, um da automatisch Szenenübergänge zu triggern. Also ich bin jetzt hier in dem Fenster, wo ich mal die Sachen einfach anzeige. Wenn ich jetzt wieder auf mein Notizenfenster klicke, mit einem Klick bin ich wieder in der Gesamtansicht. Ein Klick. Und das ganze Skript ist halt so geschrieben, dass ich einfach mit Enter, 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 Enter durch den ganzen Vortrag durchgehe. Sehr gut. Dazu passen die beiden nächsten Fragen / Kommentare. Findet man die Slides dann auch in einem Git oder kannst du so das Skript publizieren? Es gibt es in einem Git, aber das ist im Moment in meinem Git. Ich werde das nachher vermutlich einfach mal auf meinem GitHub zu tun. Das ist GitHub kommen. Vielleicht noch ein HTTPS dazu für Leute, die das. So, das sollte die URL sein, wo unter der das dann nachher zu finden sein sollte. So, Just-in-Time Release. Nächste Frage. Kann ich einen defekten Git-Baum, Commits zeigen auf 000, einfach abschneiden? Die Situation hatte ich noch nie. Ich weiß auch nicht, wie ich in die Situation komme. Insofern. Okay.
Dann die nächste. Mit welchen Konzepten können mehrere gleichzeitig lebende Versionen einer Software maintained werden, wenn nicht mit langlebigen Branches wie in Gitflow? Es gibt zwei Arten von Branches. Es gibt langlebige Branches wie ein Release-Branch für Version 4, ein Branch für Version 5 und die leben so lange wie Version 4 und Version 5 released werden. Die langlebigen Branches in Gitflow, es gibt einen Develop-Branch und es gibt einen Master-Branch. Und wenn ich Version 5 release, dann merge ich den Develop-Branch in den Master-Branch. Und was ich dann mit Version 4 mache, weiß ich nicht, weil Version 4 habe ich auf dem Master-Branch jetzt überschrieben. Und ich weiß auch nicht, wenn ich einen Bug in Version 4 fixen will, der in Version 5 nicht mehr gebraucht wird, der Fix, dann kann ich den eigentlich auch nicht auf dem Master-Branch fixen, weil dann habe ich das nächste Mal, wenn ich Version 5 auf den Master merge, habe ich dann Merge-Konflikt. Weil ich habe den Bug in Version 4 auf dem Master-Branch gefixt, aber nicht in den Develop-Branch in Version 5 gemerged, weil er da gar nicht reingehört. Das ist das Problem. Also das Problem ist an Gitflow ist nicht, dass es Branches gibt, die lange leben, sondern dass es diese langlebigen Branches nicht wirklich eine Funktion haben, um die History und die Projektverwaltung einfacher zu machen, sondern nur irgendwie ein bürokratisches Feature ist, damit der aktuelle Release, also die aktuelle offiziell freigegebene Version immer der aktuelle Stand vom Master ist. Okay. Wie unterscheiden sich Subtrees von Submodules im .git und sollte man Subtrees gegenüber Submodules vorziehen? Da musst du jemanden fragen, der mit beiden Erfahrungen gemacht hat. Ja, dann an der Stelle, das war die letzte Frage. Normalerweise gehen ja manchmal sogar auch Leute ans Mikrofon und sagen ein Feedback wie Danke. Das kann, wenn du in deine hier reinguckst, gleich ins Ding, da werden ganz viele positives Feedback ist schon angekommen. An der Stelle einen riesigen Applaus oder was auch immer man sagt für Florian Haas mit ein kurzer Blick ins Git. Und ja, ich habe auch wieder viel gelernt. Tausend Dank und ja, weiter Gitten für den Weltfrieden. Tschüss.